Talkradio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben eine Freitemennacht, wie immer, montags. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 50 50. Jedes Thema heute Nacht ist erlaubt, aber bei uns heute ist WM-freie Zone. Also wir unterhalten uns einfach mal nicht über die WM. Alle Welt unterhält sich über die WM, wir nicht. 0800 220 5050 und die erste Anruferin heute Nacht heißt Christina. Und Christina ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Christina. Hier ist Christina. Ja, ich rufe an, weil ich, glaube ich, eine meiner besten Freundschaften zerstört habe. Oh. Du sagst das so mit so einem Lächeln. Ich dachte, es käme mir jetzt irgendwas Lustiges. Nee, es ist nicht wirklich lustig. Ja. Also es ist eigentlich so, dass ich mich in einer besonderen Lebenssituation befinde. Ja. Ich bin eigentlich schon ziemlich lange verheiratet und ich habe einen Mann, der sehr schwer erkrankt ist. Ja, was hat denn dein Mann? Ja, es ist eine Art, also wenn es ist eine sehr seltene Krankheit. Man kann sie beschreiben, so eine Mischung aus MS und gleichzeitig so Parkinson. Hat sehr viel mit Demenz zu tun. So intellektuelle Fähigkeiten gehen im Prinzip komplett verloren. Mhm. Wie alt ist dein Mann? Der ist auch so alt wie ich. 42 erst und schon so schwer erkrankt. Schon so schwer erkrankt. Und das geht also so in einem fort, es wird immer schlimmer. Jetzt hast du gesagt, ich habe den Eindruck, dass ich eine meiner besten Freundschaften zerstört habe. Ja, man hat ja im Leben so viele gute Freundschaften, viele gute Freundinnen. Ich zähle da drei zu meinen besten Freundinnen und eine meiner besten Freundinnen ist eben lesbisch. Und wir hatten eigentlich über Jahre hinweg immer so eine ganz witzige Verbindung, also eine sehr vertraute. Nichtsdestotrotz war immer so ein bisschen prickelnd zwischen uns. Also sie hat mich immer so ein bisschen angemacht, aber es war halt mehr so, es war halt mehr so Spaß und ich habe das da, bin da auch mit eingestiegen. Es war auch mehr Spaß, also ich bin hetero, ist einfach so. Und okay, was ist jetzt los? Was ist vorgefallen, dass du sagst, die Freundschaft ist kaputt? Ja, also einmal war es eben so, dass war mein Mann noch nicht so schwer erkrankt, dass sie mich halt aus irgendeiner Situation heraus angebaggert hat. Wir haben gefeiert, wir haben getrunken bis morgens in aller Frühe. Und da hat sie mich angewackert und ich habe gesagt, nee, also ist nicht mein Ding, also wir sind Freunde und mehr auch nicht. Wie lange seid ihr Freundinnen schon? 10 Jahre. 10 Jahre, das ist eine lange Zeit. Okay, schon. Da hast du gesagt, nee, muss nicht sein, ist nicht mein Ding und und erstmal war gut. Genau, und alles war auch gut und war auch in Ordnung, bis das eigentlich so war, dass mein Mann halt so schwer erkrankt ist und ich weiß nicht, ob man sich... Also nee, ich glaube nicht, dass jemand sich vorstellen kann, was das bedeutet, wenn eine Familie derart getroffen wird. Weil das. Wie lange ist dein Mann denn schon so schwer krank? Akut jetzt seit 1,5 Jahren. Ja, habt ihr Kinder auch? Ja, 2 Kinder. Also da ist ich höre daraus eine sehr, sehr starke Belastung in der Familie, eine sehr starke Belastung auf dich. Was hat das zu tun jetzt mit der Zerstörung dieser Freundschaft, von der du mir erzählen möchtest? Dass ich irgendwann in so einem schwachen Moment, als ich wieder mit meiner Freundin auf Achse war, irgendwann auch so eine Nähe gespürt habe, habe gedacht, boah, also irgendwie, du musst dich ihr jetzt öffnen und das war schon vorher so, dass ich das Gefühl hatte, boah, das ist irgendwie mehr als nur Freundschaft. Und und irgendwie habe ich dann mich ihr auch geöffnet. Was heißt das, geöffnet? Geöffnet in dahingehend, dass ich gesagt habe, dass ich eigentlich mehr von ihr will. Und das war auch in dem Moment so mein Empfinden. Ach so, du... Es kam von mir aus. Obwohl du sie schon einmal abgewiesen hast. Ja, klar. Ja. Also, So, jetzt hast du dich geöffnet, wie du sagst. Und wie hat sie darauf reagiert? Ja, erstmal so, sie war natürlich erstmal super erstaunt. Und im Nachhinein haben wir es dann so als Tabu gesagt, naja gut, das Tabuthema, wir reden nicht wieder drüber. Wir lassen es einfach so, wie es ist und halt reden nicht mehr drüber. Warum ist die Freundschaft jetzt zerstört? Ja, weil das einfach so zwischen uns steht, diese Geschichte. Ist aber nichts passiert zwischen euch beiden. Nein, es ist nicht wirklich was. Nein, es ist nichts passiert. Also es gab keinen Zungenkuss, es gab keinen Sex. Ja, doch. Doch.
Also einen Kuss gab es schon mal. Kuss schon, oder so. Aber kein Sex? Nee. Und dieses Küssen ist einmal passiert oder ein paar Mal? Ja, ein paar Mal. Paar Mal. Aber wie gesagt, halt aus so einer Laune heraus oder... Würdest du denn auch gerne, letztendlich würdest du gerne? Ich weiß es nicht genau. Oder also, ist es einfach jetzt auch der Druck, unter dem du stehst und dass du dir da irgendeine Zärtlichkeit suchst, die du aufgrund der schweren Erkrankung von deinem Mann nicht bekommen kannst? Ich schiebe es eher darauf, also weil ich so die Belastung von allem, was man sich so vorstellen kann, alleine tragen muss und noch ein bisschen mehr. Wie ist denn die Situation zwischen dir und deiner Freundin? Telefoniert ihr ein bisschen oder? Das Allerschlimmste, wir sind ja noch Arbeitskollegen. Auch das noch, das heißt, ihr seht euch jeden Tag? Wir sehen uns jeden Tag und haben beide eine Führungsposition und... Wie geht ihr denn miteinander um? Neutral, also eher so, dass ich neutral, wir treffen uns auch ab und zu, aber halt nicht mehr so, dass wir sagen, boah, wir gehen jetzt mal wieder zusammen abfeiern oder so, sowas halt gar nicht mehr. Also diese ganze zwanglose Geschichte, das ist gegessen. Was ich aber nicht so richtig verstehe an der Geschichte ist, dass sie doch ehedem mal etwas wollte und jetzt willst du und jetzt geht sie auf Distanz. Aber ich weiß ja, weil sie ja auch, also weil sie ist ja auch, sie weiß ja auch, in welcher Lebenssituation ich mich befinde. Ich schätze mal, sie weiß wahrscheinlich sehr genau, dass das von mir vielleicht auch nur so eine, weiß ich nicht, so eine Momentgeschichte ist. Aber sie hat dich abgewiesen, habe ich das richtig verstanden? Ja, sie hat gesagt, so Vernunft und so, das sollte man vielleicht besser lassen. Ja. Wie ist sie denn so gepolt? Ist sie eher bisexuell? Nee, ich glaube, sie ist schon eher lesbisch. Also, ach so, sie ist eher lesbisch. Ja. Ach so, dann sieht sie das auch so, dass du das vielleicht so aus der Not heraus machst und sie sich deshalb nicht drauf einlassen möchte? Das weiß ich eben nicht genau. Ich habe mich bisher gescheut, mit ihr drüber zu reden. So, das finde ich aber wirklich, Christine, du bist eine Frau von 42 Jahren. Deine Freundin wird wahrscheinlich im ähnlichen Alter sein. Ihr seid 10 Jahre miteinander befreundet. Sie kennt wahrscheinlich dich sehr gut. Du kennst sie sehr gut und sie kennt auch deine familiäre Situation. Da müsst ihr beiden Weiber euch doch aufraffen und miteinander reden, Mensch. Ja, ich glaube, wenn einmal dieser so eine gewisse Hemmschwelle überwunden ist, dann ist es, glaube ich, irgendwie schwierig, da nochmal... Also ich frage, dir liegt an dieser Freundschaft viel? Natürlich. Du möchtest auch diese Freundschaft auf der Basis eigentlich, wenn du drüber nachdenkst, weiterlaufen lassen wie bisher? Ja. Und du würdest sagen, das muss auch nicht sein mit der Zärtlichkeit und dem Sex? Nee, eigentlich nicht. Das ist wahrscheinlich nur so eine Geschichte aus der Situation heraus oder so. Man ist in solchen Situationen... Dann sag ihr das doch so. Dann ist das doch wieder, dann sind die Verhältnisse doch wieder geklärt. Ja, aber irgendwie haben wir da im Moment auch keinen Anknüpfpunkt. Wenn ich dann schon mal sage, sollen wir nochmal zusammen irgendwie weggehen oder sollen wir uns mal irgendwie treffen, dann ist irgendwie so ein bisschen so, naja, schauen wir mal. Und das wird dann halt auch so ein bisschen weggeschoben. Schon, aber wenn ihr beiden sogar miteinander arbeitet, kannst du mir nicht erzählen, dass es irgendwo nicht mal irgendeine Zeitnische von einer halben Stunde gibt, wo man mal... Ja, das ist aber im Job, das macht man im Job nicht. Ja, oder danach. Oder man geht mal in der Mittagspause irgendwie. Also die Zeit kann es nicht sein, das glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob man sich besser so quasi nie wieder anspreche nach dem Motto, die Zeit heilt alle Wunden und alles wird wieder gut. Nein, finde ich nicht, weil da steht ja etwas zwischen euch, was euch im Moment auf eine gewisse Distanz bringt, die vorher nicht da war, so habe ich es verstanden. Ja. Vorher war das ein entspanntes Verhältnis miteinander. Ja. Ne? So, und du möchtest da ja wieder zurück. Eigentlich schon, ja. Dann würde ich aber auf jeden Fall das Gespräch suchen und dir das auch nochmal erklären. Und einfach auch vorschlagen, komm, lass es uns, wir vergessen das einfach, was da vorgefallen ist, lass uns einfach den alten Status quo wieder nehmen, die alten Grundbedingungen. Und dann muss es doch so möglich sein wieder. Ich meine, du hast es ja schon schwer genug. Dann ist doch jede Freundschaft ungeheuer wichtig, wenn man so eine schwere Situation zu Hause zu bewältigen hat. Und du gehst auch noch arbeiten, höre ich. Und du hast den Mann zu versorgen. Und Kinder hast du. Immer ein Fulltime-Job. Wahnsinn. Und da ist es natürlich, jede Freundschaft ist Gold wert. Und da muss man dann auch wieder ein bisschen was... Ihr könnt doch nicht wie junge Mädchen jetzt um den heißen Brei rumlaufen und so tun, das wäre nichts. Und dann geht man sich aus dem Weg. Das ist doch albern. Ja, sicher. Aber irgendwo ist es halt im Moment so. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass wir immer schon mal so ein bisschen... Das war immer schon so ein Prickeln in der Luft. Wobei das mehr so eine, das war mehr so Spaß oder Spiel oder so, das war nie was Ernstes oder sowas. Aber das besprich bitte mit ihr, Christina, wirklich. Ich glaube, dass es euch beiden besser geht danach und ihr könnt dann wieder normal eure Freundschaft leben. Ja. Ich wünsche alles Liebe und alles Gute. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss, Christina. Ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema und morgen heißt unser Thema, soll ich weiter lügen?
Wir alle kennen die Situation, dass wir uns irgendwie verrannt haben und eine Lüge aufgebaut haben. Und vor der großen moralischen Frage stehen, soll ich das jetzt weiter lügen? Ist das richtig? Oder soll ich die Karten auf den Tisch legen? Vielleicht sogar mit großen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Also, soll ich weiter lügen? Das frage ich euch. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch bei mir unter der Mailadresse domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr sind wir erreichbar unter unserer bekannten Nummer und um 1 Uhr beginnt ja wie immer die Sendung. Hier ist Sonja. Sonja ist 28 Jahre alt. Hallo Sonja. Hallo, servus. Hallo, Sonja. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist eine Krankheit, die heißt ALS. Ich glaube, die ist gar nicht so bekannt. Ausgewachsen heißt es amyotrophe Lateralsklerose. Und zwar ist das eine Nerven-Muskelerkrankung, ja. Bei der die Befehle vom Gehirn werden nicht mehr an die Muskulatur weitergegeben. So habe ich jedenfalls verstanden. Ich bin ja keine Medizinerin. Ja. Und das beginnt so ein bisschen in den Extremitäten. Also bei meinem Vater hat es in den Fingern angefangen, dass er die Finger nicht mehr richtig bewegen konnte, oder er meinte, er hätte weniger Kraft in den Fingern, konnte halt zum Beispiel Kaffeekannen nicht mehr so gut halten und hat dann auch gemeint, dass seine Sprache ihm schwerer fällt. Mhm. Und dann bekamen wir eben nach einigen Untersuchungen diese Diagnose und es fängt dann eben so außen an und arbeitet sich dann so richtig schön nach innen durch. Also die Kraft schwindet dann in den Armen, in den Beinen und endet dann gewöhnlich halt bei der Atemmuskulatur. Ja, ja. Das heißt, der Mensch erstickt dann, wenn er Pech hat. Wie alt ist dein Vater? Der wurde jetzt im Mai 65. 65. Mhm. Genau, also wir haben letztes Jahr nochmal groß den Geburtstag gefeiert. Dann ja. Wann wurde denn diese Diagnose gestellt? Das war im Januar letztes Jahr. Ja. Also dauerte ein paar Monate, also von Computertomographie, Kernspinnen, dann Untersuchungen im Krankenhaus und so weiter. Und es wurde dann quasi, ich glaube, das wird durchs Ausschlussverfahren letztendlich diagnostiziert. Mhm, und wie geht es ihm, die Diagnose voriges Jahr gestellt, wie geht es ihm aktuell, wie geht es ihm heute? Ganz, ganz schlecht. Ganz schlecht. Also er ist jetzt soweit, er kann gar nicht mehr sprechen. Mhm. Er kann jetzt inzwischen auch kaum mehr schlucken, bewegen kann er sich sowieso nicht. Also wirklich auch so kleine Bewegungen, wie mal die Hände auf dem Schoß legen. Mhm. Also der ist auch wund, na, natürlich, weil... Mhm. Naja, bewegen kann er halt gar nichts. Also er ist ein schwerer Pflegefall. Ja, Meine Mutter pflegt ihn zu Hause. Die ist 63, die ist natürlich halb fertig. Mhm. Also wie ist es mit der Ernährung? Er konnte jetzt in den letzten Monaten noch püriertes Essen und Brei, halt alles, was er leicht schlucken kann. Mhm. Aber bei ALS ist eben auch immer wieder die Gefahr, dass die Patienten sich verschlucken und an diesem Verschlucken können sie letztendlich dann auch halt sterben, wenn es ganz dumm läuft. Und inzwischen ist er ja gar nichts mehr. Er bekam hochkalorische Nahrung, so Biosorbzeug, angedickt ein bisschen, dass er schlucken kann, damit er seine Tabletten damit noch runterkriegt. Aber seit Freitag, da hat er sich in der Woche zuvor schon so gegen das Essen gesträubt und wir haben dann quasi ein Gespräch mit ihm noch gehabt. Wobei, also bei uns ist ein Gespräch halt nichts Normales. Also keine Konversation, sondern nur ein Fragenkatalog mit gib mir ein Zeichen für Ja. Weil er nicht mehr sprechen kann. Ja, er kann also die Augen noch bewegen. Ach so, er kann nur noch die Augen bewegen. Ja, er kann schon auch den Mund ein bisschen verziehen und manchmal zieht er auch die Augenbrauen hoch, aber... Er ist aber geistig noch ganz präsent und ganz fit. 100%. Ja, Was für ein schlimmes Schicksal. Das heißt, dieser Mann liegt jetzt wirklich da komplett in seinem Körper gefangen. Ja. Hat er Schmerzen? Er hat starke Schmerzen, weil natürlich, nachdem er nicht mehr bewegt werden, also man kann ihn auch fast nicht mehr bewegen, weil schon alles wehtut, die Gelenke, die Knochen und dann natürlich dadurch, dass er wund ist, durch das viele Liegen und Sitzen, hat er schon, glaube ich, ziemlich starke Schmerzen. Er bekommt jetzt auch so ein Schmerzpflaster, das ist wohl auch was aus der Wirkstoffgruppe der Morphine. Ja, ja. Und da bekam er jetzt erst halt immer ein halbes. Und nach diesem Gespräch am Freitag, wo wir dann auch mit ihm halt beschlossen haben, dass wir ihm jetzt nicht mehr versuchen, Nahrung aufzuzwingen, sondern wirklich halt das machen, was er möchte, sind meine Mutter und ich heute noch zum Hausarzt gegangen und haben halt die Dosis für dieses Pflaster erhöhen lassen oder halt absegnen lassen. Bist du das einzige Kind? Nein, das ist auch so ein Thema. Ich habe eigentlich eine 7 Jahre ältere Schwester, aber die hat letztes Jahr
den Kontakt zur ganzen Familie abgebrochen, vor das genau einem Jahr eigentlich. Weiß sie denn, wie schlimm es um ihr Vater? Und sie kümmert sich nicht drum? Nein, nein, die interessiert es gar nicht. Sie fragt auch nicht mal nach? Nein, nein, gar nicht. Gar nichts. Wohnst du denn mit deinen Eltern zusammen oder zumindest in der Nähe? Naja, also ich habe kein Auto, ich bin sowieso ziemlich unflexibel. Ich fahre so eine Stunde mit dem Bus insgesamt. Ja, das ist auch noch anstrengend dann. Eine Stunde jeden Tag. Oder ich bin ja nicht jeden Tag dort. Fährst also nicht jeden Tag hin? Ich bin nicht jeden Tag dort, nee. Wie bewältigt deine Mutter das denn? Das kann sie doch gar nicht alleine schaffen. Das ist doch ein Schwerstpflegefall. Ja, ja. Na, meine Mutter hat die Verdrängung erfunden. Also, na gut, aber wie schafft sie es körperlich überhaupt? Gibt es eine Pflegekraft, die noch die zusätzlich noch dorthin kommt? Es kommen morgens und abends, kommen seit Monaten schon Schwestern von der Diakonie. Ah, ja. Die kann man wirklich nur in den Himmel loben, die sind wirklich sowas von toll. Also die schaffen ihn eben vom Bett in den Sessel, in seinen Fernsehsessel, da braucht man so einen Kran dazu, so einen kleinen. Und halt dann abends auch wieder ins Bett und ziehen ihn um. Naja, Zähneputzen wird mir jetzt auch nicht mehr, also haben sie halt auch noch gemacht, aber das erledigt sich jetzt eigentlich alles. Er liegt nur noch, der Sessel ist nämlich kaputt gegangen. Ja, das heißt ja, dieser Krankheitsverlauf ist sehr rapide vorangeschritten. Bitte? Ich sag, dieser Krankheitsverlauf ist sehr rapide vorangeschritten. Ganz, ganz, ganz schnell. Also ja. Komischerweise hatten wir alle von Anfang an so das Gefühl, dass es schnell geht, weil in den Monaten vor der Diagnose, bevor ich überhaupt wusste, dass er Beschwerden hat, dachte ich mir schon immer, Mensch, ist der Papa alt geworden auf einmal. Und als dann diese Diagnose kam, hatten wir alle das Gefühl, es geht rasant. Also man kann wirklich so richtig die Stationen zack, zack, zack nacheinander abrufen im Kopf von... Also er hat die Diagnose auch verstanden und man hat sie ihm auch gesagt. Ja, ja, der hatte ein paar Wochen vorher hat er mal in der Zeitschrift zufällig was darüber gelesen und hat es mit seinen Symptomen verglichen und da ging ihm schon auf Deutsch gesagt wirklich der Hintern auf Grundeis. Ah ja, das heißt, ihm ist schon seit sehr langem klar, dass er eine tödliche Krankheit hat. Ja, ja. Absolut klar. Wie geht er denn, sofern ihr das überhaupt noch interpretieren könnt, zur Zeit, wo er noch geistig so klar ist, aber so schwer krank mit seiner Lage um, seelisch? Jetzt wird's richtig schlimm. Also er hat anfangs, hat er immer gesagt, man darf den Humor nicht verlieren und wir haben noch sehr viel gelacht zusammen, auch vorletzte Woche noch. Aber jetzt inzwischen ist er richtig, also meine Mutter sagt, er schikaniert sie auch. Also sie kann keine 2 Minuten sich mal hinsetzen, ohne dass er anfängt, Geräusche von sich zu geben. Und das klingt halt, das ist so ein Röcheln halt, ne, wenn er Luft rausstößt durch den Hals. Und sie kann, wenn sie nur irgendwie ein Anzeichen von Entspannung kriegt, dann flippt er aus. Aber ihr seid entschlossen, dass ihr den Vater zu Hause lasst und nicht in ein Pflegeheim gebt. Sie hat das letzte Woche, Mittwoch hat meine Mutter das mal angesprochen. Einfach nur, was ich davon halte. Und ich fahre lieber jeden Tag zu ihr raus, damit sie mehr Zeit für sich hat, als dass er in ein Pflegeheim kommt. Ich finde den Gedanken ganz furchtbar. Die würden ihn auch nicht verstehen, die kennen ihn gar nicht. Wie lange, wie ist denn die Prognose? Kann man denn sagen, dass er noch so und so lange ungefähr wird leben? Naja, wenn man mal davon ausgeht, dass ich weiß nicht, wie lange der Körper ohne Nahrung aushält und die minimalen Mengen, die er da bekommt, wenn er noch von seinen Reserven zählt, keine Ahnung, vielleicht 2 Wochen, vielleicht stirbt er morgen, vielleicht versagen ja seine Organe spontan, dann hat er Glück, ne, weil sonst erstickt er irgendwann. Ist diese Situation jetzt so dramatisch und so wie du sie mir geschildert hast, klingt sie für mich so, dass es auch einen Teil in dir gibt, neben der Trauer um deinen Vater, dass du denkst, es wäre vielleicht eine Gnade, wenn er sterben könnte? Sicher. Ja. Sicher. Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht selbst in die Hand nehmen darf. Also Das heißt also, du würdest in Anbetracht der Situation, die du jetzt in deiner Familie erlebst, auch eine aktive Sterbehilfe für gut empfinden. Ja, wenn er irgendwann mal gesagt hätte, als er noch sprechen konnte, bitte fahrt mich irgendwie in die Schweiz oder nach Holland, es wäre das schlimm, also es wäre eine Katastrophe. Natürlich für mich, ich meine, ich liebe meinen Vater sehr, ich bin Papa-Kind und wir waren halt schon immer uns super nah gestanden, aber ich würde für ihn alles machen, was er will. Weil du ihn jetzt nur leiden siehst und es gibt für dieses Leiden überhaupt keine Hoffnung mehr. Nein, gar nicht. Also jeder Tag ist eine Qual und nicht nur für ihn, also auch für meine Mutter, für meine Oma, die nebenan wohnt, die ist 86, die sagt sich, mein Gott, ich hätte mir meinen Lebensabend auch anders vorgestellt. Habt ihr denn mal darüber nachgedacht, es muss ja kein Pflegeheim sein, wenn es jetzt so akut ist und das Sterben wirklich... ein Hospiz, ne? Ja, ein Hospiz zu überlegen.
Genau, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, als wir die Patientenverfügung verfasst haben. Mhm. Damit bin ich eigentlich dann rausgerückt und habe gesagt, wie wäre es denn? Und da hat er zugestimmt. Da hat er zugestimmt? Mhm. Ich habe auch mit verschiedenen Hospizen und auch ambulanten Hospizdiensten mal Kontakt aufgenommen, hatte da Gespräche mit denen. Aber irgendwie ging das jetzt so schnell und es hat überhaupt keiner dran gedacht. Mhm. Und jetzt so also auf die letzten Tage, sage ich mal, will ich ihn jetzt nicht noch im Fremden irgendwie anschleppen. Mhm. Da kommen wir schon irgendwie so durch. Verstehe. Das ist wirklich ein Argument, dass du sagst, die letzten Tage, denn allein der Transport dorthin ist ja schon ein Stressfaktor. Also außer Haus soll er sowieso nicht sterben. Der hat das Haus selbst gebaut und hat da alles dran gemacht. Da steckt er in jedem Ziegelstein drin. Also ich möchte nicht, dass er da rauskommt. Ich möchte, dass er zu Hause sterben kann. Und ja, dann ist ganz wichtig, dass du dafür sorgst, dass deine Mutter stabil bleibt, dass sie nicht zusammenbricht, dass man vielleicht dann noch eine Pflegekraft organisiert oder dass du öfters da bist die letzte Zeit. Und was ganz wichtig ist, finde ich, das kann man ja heute Gott sei Dank organisieren, medizinisch, dass der Vater keine Schmerzen hat. Ja. Dass er keine Schmerzen unbedingt hat. Also für mich heute beim Arzt war das noch so, ich hatte ein bisschen das Gefühl, die haben es ein bisschen untertrieben. Für mich könnten die wirklich jetzt einfach draufhauen, dass das Ganze endlich ein Ende hat, weil es ist einfach Wahnsinn. Ich meine, jeder flippt aus, ich flippe auch noch aus. Ich mache mir ja nicht nur um meinen Vater Sorgen, sondern auch um meine Mutter. Mhm. Genau, die musst du natürlich auch im Auge behalten, das ist völlig klar. All dieses, die Wut auf meine Schwester, dann, also das kommt dann alles zusammen. Das würde ich jetzt erstmal zur Seite schieben. Das ist ganz sekundär. Die ist unwichtig. Es ist wichtig, dass dein Papa ohne Schmerzen einschlafen kann. Ja. Und es ist wichtig, dass deine Mama nicht auch noch krank darüber wird und zusammenbricht. Ja. Das ist ganz wichtig. Ich habe schon gesagt, sie muss danach mal 4 Wochen auf Kur gehen. Dann hat sie gemeint, ach, sie fährt mal eine Woche weg, aber ich werde schon dahinter sein, dass die auch ein bisschen dann, dass sie klarkommt. Ja. Liebe Sonja, das ist eine sehr schwere Zeit, die ihr da durchmacht im Moment. Aber ich glaube, dass du die richtige Entscheidung oder die richtige Richtung, dass ihr die jetzt fahrt im Moment, dass er nicht mehr in den Hospiz kommt, dass ihr versucht, ihn zu umsorgen in seinem Haus, in seinen vier Wänden, in seiner Heimat. Ja. Und dass er nicht leiden muss. Oberstes Gebot. Einfach alle Wünsche von den Augen ablesen. Definitiv, im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, genau. Ich wünsche dir und deiner Mama ganz viel Kraft. Und alles Gute und alles Liebe. Ja, ich danke dir. Vielen Dank. Auf Wiederhören, Sonja. Servus, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ganz egal, über welches Thema, mit einer Ausnahme, ihr wisst. Wir reden hier heute nicht über die WM, aber wir können sonst über alles reden. 0800 220 5050 oder meldet ganz einfach unter domian@wdr. Hier ist Erika und Erika ist 51 Jahre. Ich grüße dich, Erika. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Erika. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Angst. Angst? Ja. Vor was hast du Angst? Also ich habe immer Angst, ich sterbe gleich. Ach. Also, dass ich gleich sterben muss. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich ersticke. Jetzt, während wir sprechen? Ja, das habe ich schon den ganzen Tag wieder. Du bist 51 Jahre alt. Wie lange hast du diese Angst schon? Ich habe da schon zig Jahre. Was heißt zig Jahre? Oh, Moment. Ich habe das jetzt 24 Jahre. 24 Jahre? Ja. 24 Jahre wirst du von der Angst gepeinigt, ich muss sterben? Ja. Wie hält man denn das aus? Ja, das frage ich mich auch. Also ich bin jetzt wirklich am Ende meiner Kräfte. Ich kann ist denn vor 24 Jahren irgendwas passiert? Ist was vorgefallen? Ja, und zwar habe ich da im Rettungswagen gelegen und habe Verdacht auf Lungenembolie. Ah ja. Und in diesem Rettungswagen fing diese Angst an zu sterben. Ja klar, da hat man Panik. Ja. Da hat man Panik. Wie kam es, dass du damals doch auch noch als sehr junge Frau einen Verdacht auf Lungenembolie hattest? Weil ich meinen Sohn vorher bekommen hatte, per Kaiserschnitt. Ah ja. Also meinen Sohn habe ich bekommen am 17.09.81. Mhm. 14 Tage war ich im Krankenhaus, 3 Tage war ich zu Hause und dann passierte das. Verstehe. Aber es war keine Lungenembolie, aber es war die Todesangst. Das war keine Lungenembolie, es war ein Kreislaufkollaps und eine Hepatitis B, die nicht festgestellt wurde, auch im Krankenhaus nicht. So, das war der Auslöser. Und seitdem hast du permanent, ich muss es nochmal fragen, diese Angst? Oder gab es zwischendurch schon mal so Phasen, wo es dir ganz gut ging? Also am Anfang ging das noch. Dann war es nur ab und zu. Mhm. Wie äußert sich denn diese Angst? Was macht diese Angst mit dir? Was diese Angst mit mir macht, also ich kann nicht rausgehen, ich kann nicht einkaufen gehen, ich bin fast nur noch in der Wohnung. Ich kriege sogar Panik, wenn ich mir die Haare wasche. Warum?
Weil du denkst, dass du währenddessen stirbst? Nee, weil ich denke, wenn jetzt was passiert, ich kriege das Shampoo ja gar nicht so schnell aus den Haaren raus. Weil ich bin fast nur noch am Telefon, dass ich immer denke, dann kannst du vielleicht noch einen Rettungswagen anrufen. Was natürlich Quatsch ist. Wenn ich jetzt sterbe, kann ich auch nicht mehr anrufen. Ich meine, wissen tue ich das. Ja, mit Logik kommt man da nicht weiter, das ist mir schon klar. Wie lebst du? Lebst du alleine? Also ich habe mich vor 3 Jahren von meinem Mann getrennt, habe eine eigene Wohnung. Mhm. Und die Wohnung ist, kann ich ruhig sagen, in Bochum-Wattenscheid. Mhm. Und da hat mein Mann mich rausgeholt vor ein paar Wochen, weil ich nicht mehr ans Telefon gegangen bin. Der hat gedacht, ich wäre schon tot. Mhm. Also weil ich manchmal auch denke... Der hat dich rausgeholt und wo bist du jetzt? Jetzt bin ich zurzeit in der Wohnung von meinem Mann. Wir leben ja getrennt. Ich bin im Wohnzimmer und er im Schlafzimmer. Wir leben getrennt. Ah ja, und der Mann hat eine eigene Wohnung. Und in der Wohnung wohnst du jetzt? Ja, da haben wir vorher auch zusammen gewohnt. Ach so. Mhm. Ich wohne hier nicht, nein. Ach so, deine Wohnung steht im Moment leer? Ja. Mhm. Du kannst nicht einkaufen gehen, sagst du? Nein. Du lebst eigentlich immer zu Hause? Ja. Warum bist du nicht ans Telefon gegangen, als der Mann dich angerufen hat? Ja, wenn ich das wüsste. Manchmal habe ich, weil ich das Gefühl habe, dann, die sollen mich alle in Ruhe lassen. Das heißt, du kapselst dich völlig ab? Genau. Du hast gerade von einem Kind gesprochen. Wie alt ist das Kind heute? 24. 24, klar. Hast du gesagt, vor 24 Jahren. Ja. Hast du mit dem Kind Kontakt? Ja, der wohnt ja auch in der Wohnung. Ach so. Der wohnt mit meinem Mann zusammen. Der wohnt mit deinem Mann zusammen. Ja, mhm. Ja, der wollte in dem Ort bleiben, der wollte nicht also mit mir sehen. Gestattest du denn in deiner Wohnung, in der du bisher gelebt hast, Besuche? Dürfen Leute dich da besuchen kommen? Eigentlich nicht. Aber wie machst du das so mit Lebensmitteln? Jemand muss da für dich einkaufen. Ja gut, dann esse ich das, was da ist und wenn nichts da ist, esse ich nichts. Ja gut, aber irgendwie muss ja mal Nachschub kommen. Wer kauft das ein für dich? Ja, das... Ich meine, der Doktor ist 50 Meter von meiner Wohnung weg. Den rufe ich dann vorher an. Dann gehe ich per Handy zu dem hin. Obwohl, ich muss immer jemanden haben, der mich über die Straße bringt, weil ich auch kaum sehen kann. Moment, der Arzt, du rufst dann den Arzt an? Ja. Mit dem Telefon und gehst dann aus der Wohnung raus und sagst, ich gehe jetzt raus und ich gehe jetzt auf die Straße und bin gleich bei Ihnen. Ganz genau. Und telefoniere die ganze Zeit, also jetzt nicht mit dem Arzt, aber mit der Sprechstundenhilfe. Das heißt, die lotst dich dann in die Praxis. Ganz genau. Ja. Aber die Frage war noch nicht beantwortet mit den Lebensmitteln. Wie kommst du? Ja, dann lasse ich mich von dem Arzt untersuchen, ob ich jetzt ersticke oder sonst was. Mhm. Dann gehe ich kurz was einkaufen. Ach, das geht. Dann geht das und dann gehe ich sofort wieder zurück in meine Wohnung. Ach so, nachdem der Arzt gesagt hat, es ist okay, genau. Kannst du kurz einkaufen gehen. Ja. Das ist ein Ritual quasi schon. Ja. Wenn du aber nicht das Okay von dem Arzt hast, geht das nicht. Nein, dann kann ich das nicht. Hm. Wenn dich das so viele Jahre, Jahrzehnte ja schon plagt, liegt ja jetzt die Frage absolut nahe, warst du in psychologisch oder psychiatrischer Behandlung? Ich habe Therapie gemacht auch. Warst du in einer Klinik mal? In der Klinik, ja. Wie lange? Ich war einmal 5 Monate in der Klinik, 3 Monate in der Klinik. Aber ich denke, das waren die falschen Kliniken. Das glaube ich auch, ja. Also ich bin ja nun wirklich kein Arzt, aber das liegt ja so auf der Hand, dass das so ein schwerer Fall ist, dass das wahrscheinlich nur klinisch behandelt werden kann. Ja. Was sagt denn der Hausarzt? Der muss dich doch auch irgendwie beraten. Was meint er? Natürlich, der sagt ja auch immer, gehen Sie wieder in eine Klinik. Mhm. Also ist es die Frage, was ist die richtige Klinik für dich? Was ist die richtige Klinik für dich und dein Krankheitsbild? Ne? Ja. Und du hast den Eindruck, dass du bisher noch nicht die richtige gefunden hast? Nee, ich denke nicht. Sonst würde es mir ja besser gehen. Mhm. Wärst du denn bereit, nochmal dieses auf dich zu nehmen und in eine Klinik zu gehen? Würde ich, wenn ich genau weiß, die würden mir da helfen. Also ich meine, man muss ja vieles selbst machen, also ich muss ja vieles selber machen, ne? So, es ist ja jetzt nicht, man geht ja nicht wie zum Hausarzt hin, der gibt einem eine Pille und alles ist in Ordnung. So natürlich ist nicht, nein, nein. So sind diese Krankheiten ja nicht. Mhm. Natürlich würde ich das wieder machen. Mhm. Du hast gerade so beiläufig gesagt, meine ich gehört zu haben, dass du auch nicht richtig gut sehen kannst. Richtig, ich konnte von Geburt an nur auf einem Auge sehen, also nur auf dem rechten Auge. Ja. Und hatte vor 4 Jahren auf dem Auge eine Netzhautablösung. Mhm. Und habe dem Arzt auch gesagt, ich kann nur auf dem einen Auge sehen. Mhm. Er soll also vorsichtig sein. Mhm. Und werde aus der Narkose wach und kann fast gar nichts mehr sehen. Ach. Die haben mir das ganze Auge zerstört. Die haben mir den Muskel der Pupille durchtrennt, die Regenbogenhaut. Das kommt jetzt auch noch dazu. Ja, und da haben sie mich aber so entlassen. Das heißt, du kannst
Michael, bist du ganz blind oder was? Nein, ich kann noch etwas sehen. Also so sehen, dass du einkaufen, wie du es gerade gesagt hast, einkaufen gehen, ganz nah dran ans Regal und so, das funktioniert noch? Also nur mit Lupe oder mit Hilfe. Verstehe. Ja. Ne? Also so kann also, ich das gar also, nicht mehr. Ja, also schwer gehandicapt. Das heißt, die ist die Sehbehinderung und da ist diese schlimme, schwere Angst seit 24 Jahren. Ja. Erika, ich möchte dich wirklich aus vollster Überzeugung ermutigen, diesen neuen Schritt nochmal zu gehen und dir eine gute Klinik zu suchen. Für das, was du hast und für deinen speziellen Fall. Wir sind dir gerne ein bisschen behilflich, soweit wir das können, jetzt gleich. Ja, das wäre eine Klinik für dich zu finden. Weil so wie du lebst, ist die Lebensqualität ja ganz unten. Ja, natürlich. Praktisch bin ich ja schon tot. Naja, das bist du nicht, aber das Leben ist schon sehr trist, so wie du es schreibst, abgesehen von der emotionalen Belastung, die damit verbunden ist. Richtig, ich kann da nichts mehr teilnehmen, weil ich mich selber einsperre. Mhm. Gibt es denn noch Freunde, Freundinnen? Ich habe eine Freundin, die habe ich schon über 20 Jahre. Und die steht zu dir? Die steht immer zu mir. Und lässt du die denn an dich ran? Darf die dich besuchen? Die darf mich besuchen, ja. Ah ja, weil dann kann die ja auch immer einkaufen für dich. Ja, nur die ist selber krank. Naja. Also die hat eine gebrochene Hüfte, die muss operiert werden. Ach so. Das ist also auch schlimm. So, ich schlage vor, du sprichst jetzt mit meiner Psychologin, mit Simone. Ja. Und da könnt ihr alles weitere erläutern. Ich finde, du musst in eine Klinik. Ja, das und du bist bereit dazu, das zu machen, dann mach es. Vielleicht auch für einen längeren Aufenthalt. Und wenn es ein Jahr dauert, ist es dann ja auch egal. Wenn damit eine Hilfe verbunden ist oder die Hoffnung für eine Hilfe. Ja. Ja? Ja, natürlich, so geht das nicht weiter. Ja. Liebe Erika, du legst bitte auf und wir rufen zurück. Das heißt, die Simone ruft dich gleich zurück. Ja, ich danke dir. Alles Liebe, alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, soll ich weiter lügen? Ich möchte mit Menschen sprechen, die sich irgendwie in eine Ecke manövriert haben. Das kennen wir ja alle irgendwie. Das ist ja fast jeder von uns. Hat das ja schon mal erlebt oder dass man sich irgendwie in irgendwas verstrickt hat und dann vor einem Punkt angekommen ist, wo man sagt, soll ich es weiter lügen? Soll ich das auf mich nehmen? Ist das korrekt? Ist das fair? Ist das moralisch in Ordnung? Oder muss ich jetzt ganz einfach reinen Tisch machen? Und dieses ist in der Regel verbunden mit unter Umständen großen Veränderungen im Leben oder mit schweren Einschnitten. Also, morgen können wir die Frage erörtern, wenn ihr das gerne möchtet, soll ich weiter lügen? Wenn ihr in einer solchen Situation seid, dann meldet euch bei uns unter domian@wdr.de oder ruft an vor der Sendung oder während der Sendung. Hier ist die Janine und Janine ist 21 Jahre alt. Hallo Janine. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen rufst du mich an, Janine? Also, mein Thema ist so Lug und Betrug. Ja, so, ich rufe halt an, weil ich mit dem Freund von meiner allerbesten Freundin geschlafen habe. Ach, du liebe Zeit. Ja, und ich kenne sie halt schon seit dem Kindergarten. Wann ist das passiert? Letztes Wochenende, nicht dieses, sondern das davor. Wie lange sind die beiden schon zusammen? Fast drei Jahre. Ja. Und das heißt, du warst immer so die gute Freundin von den beiden mittlerweile? Ja, genau. Und wie ist das jetzt dazu gekommen, dass du mit dem Freund deiner besten Freundin gepennt hast? Also das war so, dass meine Freundin arbeitet in einer Disco hier und ich war halt auch da und ihr Freund auch und sie hat in einem anderen Club gearbeitet. Also es gibt drei verschiedene Clubs dort und sie hat halt in einem gearbeitet zum ersten Mal, wo nur so Schlagermusik läuft. Mhm. Und ja, wir hängen halt so da ab, wo halt so Hip-Hop und so läuft und ja, dann ein bisschen mehr getrunken und wir haben es halt gesehen und sie hat mir halt irgendwie erzählt, dass sie wahrscheinlich von den schwanger sei, weil ihre Tage ausgeblieben werden und ich habe halt mit ihm darüber gesprochen, er hat sich mir anvertraut und hat mich auch schon so irgendwo angebaggert, also was heißt angebaggert, aber... War er da besoffen? Was heißt besoffen? Also ein bisschen angeschickert schon. Genau, und ich genauso. Also du auch genauso. Mhm. Mhm. Also dann kam es zu einem intimen Gespräch über Gefühle und alles Mögliche? Also, er hatte mir gesagt, dass er mich damals schon, als er mich so gesehen hatte, mich so ganz niedlich und hübsch fand und dass ich ihm auch aufgefallen sei, aber dass halt er mit Jenny zusammengekommen ist, meiner besten Freundin halt. Aber in dem Moment, wo er das gesagt hat, hätten bei dir doch alle Alarmglocken schrillen müssen. Ja, schon, aber... War es denn bei dir genauso? Fandst du ihn eigentlich auch immer schon ziemlich gut? Also, eigentlich ist er gar nicht mein Typ, aber halt, ich kenne ihn auch total gut und auch durch meine Freundin und was ich halt so mitbekommen habe und
ich mag ihn wirklich als Menschen so, so gerne, aber ich hätte mir auch niemals gedacht, vielleicht ist doch irgendwas in mir drin und ich will es vielleicht nicht wahrhaben, weil es für mich eigentlich ein Tabu ist. So, jetzt hat er das gesagt und hat ja Komplimente gemacht. Genau. Wo endet das Ganze dann? Bei ihm oder bei dir? Bei ihm. Bei ihm, dann bist du mit nach Hause gefahren. Genau. Wie lange ging denn die Fahrt bis dahin? 20 Minuten. Während der Fahrt kamst du da nicht irgendwie ins Grübeln? Was tue ich hier? Ach, ja, natürlich schon. Ich habe auch ganz gesagt, nein. Und ich hab auch nicht gedacht, dass wir jetzt was miteinander haben werden oder so. Mhm, aber das war da schon klar, ne? Vielleicht von ihm aus wohl bestimmt. Mhm. Aber, also. Und den endgültigen Schritt hat er dann gemacht bei sich zu Hause? Genau, dann. Aber du hast dann mitgemacht? Genau. Und hast dann auch da übernachtet? Ja. Das heißt, ihr habt dann auch gefrühstückt miteinander? Nee, gefrühstückt nicht wirklich. Also ich bin dann halt auch morgens aufgewacht und er auch. Und dann war natürlich alles total unangenehm und peinlich. Und ja. Das war vor einer Woche. Ja. Wer weiß bisher davon? Niemand. Niemand. Wirklich niemand. Also von meiner Seite aus, ich habe niemandem was erzählt. Er hat es mir versprochen. Ja. Ich weiß es aber nicht. Also bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Ich wohne auch jetzt nicht in so einer großen Stadt. Hast du denn seitdem, ja bestimmt, mit deiner besten Freundin schon wieder mal telefoniert und geredet? Ja. Natürlich. Ja klar, sie wusste ja auch, dass ich da war und so. Und wie kommst du dir vor? Scheiße, richtig scheiße für mich, richtig. Hast du mit ihm die Sache nochmal besprochen, was nun, wie er sich, was er empfindet und was er denkt, wie es weitergehen soll? Also ja, halt an dem Morgen haben wir halt so und also an den Abend hat er noch zu mir gesagt, hat er mir halt so Komplimente gemacht und so. Und er sagt auch, dass er sie liebt und so, aber er ist auch total fertig, weil er das Kind nicht haben will, falls sie schwanger sein sollte. Mhm. Und ich glaube mal einfach, dass er vielleicht einfach dieser Reiz oder dass er meint, er findet mich halt gut und so. Und oder das Ganze ist natürlich besonders pikant, wo du es jetzt auch nochmal so herausstellst. Ja. Es ist noch nicht ganz hundertprozentig sicher, dass sie schwanger ist. Nein, also ich habe jetzt keinen Test gesehen, sie hat auch noch keinen gemacht. Ja. Vielleicht sagt sie es auch nur so, weil es ein bisschen bei meinen kriselt, keine Ahnung. Aber Susi sagt zu mir, ihre Tage sind ausgeblieben und. Ich verstehe, aber es kriselt auch bei denen. Ja, es heißt Krise, aber es ist halt nicht mehr alles so. Woran liegt's denn, weißt du das? Zu oft gesehen, dann ist sie sehr eifersüchtig und. Ja. So, jetzt ist die Frage, im Prinzip hättest du auch gut zu unserem Thema morgen gepasst, ne? Soll ich weiter lügen? Denn im Moment lügst du ja. Du tust ja deiner Freundin gegenüber so, als wäre alles so wie immer und du bist die gute Freundin. Genau. Was hast du denn jetzt schon so durchgespielt, was du tun könntest eventuell? Ich weiß es nicht. Ich will sie einfach nicht verlieren. Ich bin total fertig. Am liebsten würde ich echt... Ich weiß es nicht. Naja, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder lügst du weiter, für immer, oder du beichtest. Ich weiß es nicht, ich bin total am Ende, wirklich, weil ich für sie nie... Wie ist diese Freundschaft zwischen dir und ihr? Ist das eine richtig tolle, große Freundschaft? Auf jeden Fall, wirklich. Ich habe auch schon öfters, habe ich sie verletzt, so irgendwie, also jetzt nicht irgendwie wegen Jungs oder so, aber weil ich sie halt sitzen lassen habe, total oft, und immer wieder hat sie mir Chancen gegeben und immer für mich da, egal mit wem sie war, wo sie gerade war, wenn ich irgendwie Probleme hatte, ich konnte immer zu ihr kommen, sie hat mir das immer gesagt. Und also, wir beide sind uns ja einig, ich glaube, das ist, so denkst du auch, so habe ich es verstanden gerade, dass das absolut übel ist, was du da gemacht hast. Ne? Ja. Der Freund, der besten Freundin ist tabu. Ja, das ist ja auch das, ist auch das, was sie sagt. Was ist jetzt zu tun? Was ist jetzt zu tun? Merkt die dir das denn nicht an, dass du irgendwie anders bist? Nee, also ich habe mich schon ein bisschen distanziert. Also ich habe schon gesagt, ja, ich habe nicht so viel Zeit und jetzt die Woche jetzt so nah. Hältst du es denn für möglich, dass er es sagt? Ich glaube nicht. Könnte es sein, dass es vielleicht im Streit rausrutscht bei ihm, wenn die sich streiten? Ich glaube einfach, er ist viel zu feige. Er wird es auf mich schieben. Also ich glaube... Okay, er wird es auf dich schieben, aber er wird es eventuell vielleicht unter gewissen Umständen sagen. Da kann ich ihn überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Hältst du es für möglich, dass er es vielleicht seinem besten Freund erzählt, um sich auch mal die Seele freizusprechen? Das kann sein. Ich meine, mir geht's nicht gut. Ich glaube, wenn er sie wirklich liebt, geht's ihm auch nicht gut. Und dann wird er es auch jemandem erzählen müssen.
So, weißt du, warum ich das so intensiv frage? Weil ich so abklopfen will, welche Gefahren bestehen, wo das durchsickern könnte. Ja. Und das hört sich für mich so an, als könnte das durchaus irgendwie in die Welt kommen. Ja. Entweder durch ihn persönlich, vielleicht wenn die eine Auseinandersetzung haben, vielleicht doch aus schlechtem Gewissen, vielleicht wenn er es am besten Kumpel erzählt hat und der erzählt es dann irgendwie wieder jemandem und so weiter. Man kennt das ja. Ja, genau. So, und dann stehst du absolut beschissen da. Ja. Was heißt das? Das heißt, ich finde, Janine, du musst den bitteren Weg gehen. Du musst den bitteren Weg gehen und deiner Freundin das beichten. Du kannst ihn vorher noch informieren und sagen, ich habe das entschieden, so und so, ich will dich da nicht ins Messer laufen lassen, aber ich werde es sagen. Ich habe so eine Angst dann, davor. Ja, dann musst du das ausbaden, was du dir eingebrockt hast. Ich weiß. Aber stell dir mal vor, die kriegt das irgendwie von irgendjemand anderem raus, wie du dann da stehst. Ich weiß. Und ich glaube auch nicht, wenn du jetzt weiter lügen würdest. Stell dir mal vor, die beiden haben Probleme. Und du bist dann die Freundin, die gute Freundin, mit der man alles bespricht. Genau. Stell dir mal vor, sie sagt, ich habe irgendwie den Eindruck, der ist mir fremd gegangen. Kann ja mal sein, ich spinne jetzt mal so durch. Und dann, in welcher Lügensituation du dann steckst und dann mit ihr darüber bereden musst und es geht um dich. Nee. Das geht nicht. Das ist schlimm, was du gemacht hast. Aber ich glaube, wir alle machen immer Fehler. Das ist normal. Ja. Schlimm ist, oder noch schlimmer ist, wenn man dann nicht zu den Fehlern steht. Dann mach jetzt wenigstens eine Sache wieder gut, indem du zu dem Fehler stehst und auch die Konsequenzen trägst. Aber sollte ich vorher lieber nochmal mit ihm sprechen, oder? Du kannst sie darüber informieren, ich würde das nicht mit ihm beraten. Wenn du das für dich entscheidest, dass du ihr das sagen willst, dann sag ihm Bescheid, so und so, ich werde so und so, ich weiß den Namen nicht, müssen wir auch nicht nennen jetzt. Ich werde es ihr sagen, ich wollte dir das nur sagen und Punkt aus. Ich habe irgendwie auch Angst, dass er mich dann als Blöde darstellt, von wegen, ja, ich hätte ihn angemacht und das wäre ja alles nicht so gewesen und mich dann als Blöde darstellt, davor habe ich auch totale Angst. Ja, das glaube ich, aber das musst du dann auskämpfen. Ich meine, in dem Moment, wo du schon offensiv die Wahrheit sagst, stehst du ja schon mal gut da. Ja. So. Und dann musst du einfach das so sagen, wie es war. So wie du es mir erzählt hast und ich hoffe, dass es so war. Ja. So. Und dann letztendlich wird deine Freundin entscheiden, wie sie und wem sie glaubt. Und sie wird die Entscheidung fällen. Vielleicht rechnet sie es dir an, dass du die Wahrheit sagst. Vielleicht ist die Freundschaft aber auch kaputt. Und dann hast du eine bittere Lehre daraus zu ziehen, dass sowas nie wieder passiert. Aber ich finde, dass du sprechen musst, Janine. Definitiv. Ja? Alles Gute wünsche ich dir, toi, toi, toi. Ja, vielen Dank. Tschüss, Janine. Ciao. Tschüss. Manuel ist hier. Manuel ist 21. Guten Morgen. Morgen, Damian. Hallo, Manuel. Hallo. Was ist dein Thema? Also, mein Thema ist, es geht um meinen Vater. Mhm. Der ist gestorben am Freitag. Am Freitag? Jetzt letzte Woche? Ja, letzte Woche also. Ja. Woran ist er gestorben? Also, vorhin hat er auch die eine Frau angerufen gehabt, die hat auch erzählt, das hat mich total erinnert irgendwie an meinen Vater. Ja. Also weil mein Vater hat multiple Sklerose gehabt. Ja. Also schon mit 20 hat es angefangen. Ja, der Vater ist wahrscheinlich nicht alt geworden, wenn du erst 21 bist. Ja, der ist 52 geworden. 52. Mhm. Also es wurde jetzt immer schlimmer, so die Jahre halt bis jetzt. Das heißt, du kennst deinen Vater? Quasi, du bist aufgewachsen mit der Krankheit. Ja, schon. Also ich kenne es ja noch, als ich in der Grundschule war, da konnte mein Vater schon noch, also ist an Krücken gelaufen und nach Auto gefahren, Automatik oder so. Mhm. Aber jetzt dann halt irgendwie immer schlechter, halt dann Rollstuhl. Ja. Also bis vor 4 Jahren ist er noch immer, also es war das, was er immer am liebsten gemacht hat, ist am E-Rollstuhl in der Natur rumgefahren, hat sich alles angeguckt und so und hat halt alles, aber dann jetzt, ich wohne jetzt ungefähr seit 2 Jahren, wohne ich eigentlich nicht mehr daheim und dann hat sich es auch noch mehr verschlechtert, dass er halt gar nicht mehr rumfahren konnte. Und jetzt in letzter Zeit war es so, dass er auch nicht mehr, also er konnte nicht mehr schlucken richtig. Das heißt, er hat einen schweren Tod gehabt? Das jetzt eigentlich gar nicht, also es war nämlich total überraschender Tod eigentlich. Also es hat mich, also es, weil es war irgendwie so letzte Woche so, er hatte irgendwie so 6 Tage lang Durchfall und ja, und dann hat meine Mutter dann irgendwann einen Krankenwagen halt gerufen, dass er im Krankenhaus kommt, dass er wird aufgepellt, weil er halt gar kein Essen bei sich behalten. Mhm. Und dann sind die halt gekommen und war einen Tag auf der Intensivstation, Mittwochs war das dann.
donnerstags ist er dann wieder rausgekommen. Dann, also ich habe auch nicht gedacht, dass es schlimm ist. Dann hat, ist er Donnerstag schon nach Hause wiedergekommen? Nein, nicht nach Hause, auf die normale Station. Normale Station, ja. Und dann ging es ihm da schon wieder besser. Und ich habe halt nur mit meinen Schwestern telefoniert dann und meiner Mutter. Und am Freitag habe ich wieder angerufen, dann ging es ihm wieder ein bisschen schlechter. Und dann war ich weiter weg bei Bekannten auf Geburtstag und so. Und dann kriege ich auf einmal den Anruf. Und dann das war eigentlich total überraschend. Mhm. Es kam wie so ein, also ich hätte halt nicht damit gerechnet, auf keinen Fall so schnell halt. Weil als der Anruf kam, war er da schon verstorben? Ja, also da hat meine Schwester mir angerufen, da fertig halt. Ja, bist du dann ins Krankenhaus noch gefahren und hast ihn nochmal gesehen? Ja. Also ich habe dann 3 Stunden gebraucht, bis ich im Krankenhaus war. Mhm. Also muss ich erst Zug fahren, dann mit meinem Auto. Ja. So, dann. Ist er dann ganz plötzlich an dem Freitag eingeschlafen? Ja. Ja, also war so, morgens war meine Mutter noch im Krankenhaus, ist wieder heimgefahren und mittags war sie wieder da. Mhm. Und dann ist sie wieder heimgefahren und hat ihr Zeug gepackt, weil sie den Abend bei ihm schlafen wollte im Krankenhaus. Mhm. Und dann kommt sie halt an, um 7 waren das letzte Mal die Schwestern im Zimmer. Mhm. Und dann kommt sie so um 8:30 an und dann geht sie mit den Schwestern ins Zimmer und dann stellen sie zusammen fest, dass mein Vater gestorben ist. Woran ist er dann letztendlich gestorben? Ist er erstickt oder hat das Herz aufgehört zu schlagen oder was war es? Also erstickt haben sie gemeint, ist er nicht, sondern ist halt einfach eingeschlafen sozusagen. Mhm. Wie geht es dir jetzt? Dein Vater ist ein paar Tage erst tot. Ja, es ist total, also ich ein Stück weit raff ich es gar nicht. Mhm. Also ich beschäftige mich halt irgendwie dann, wenn einschlafen geht halt schwer, dann beschäftigt man sich halt ewig mit und hat voll mit ihm zu kämpfen und dann, das ist halt total komisch. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Ja, also mein Vater war ein total cooler Kerl, aber irgendwie dann, ich habe halt viel zu wenig ihn jetzt gekannt sozusagen, weil ich bin jetzt erst so in dem Alter, wo man wirklich dann so diese grundlegende Dinge, natürlich halt im Alter mit 16 oder sowas, da interessiert man sich nicht so großartig für so bestimmte Dinge, sondern hat man halt bestimmte Fragen so. Aber jetzt hätte ich halt schon, ja, aber jetzt ging es halt auch während dem Reden sowas, halt ab und zu, wenn ich halt da war, ich wohne auch schon. Er war geistig zum Schluss auch ganz fit noch, ne? Ja, ja, komplett fit, ja. Aber das Reden war schwierig. Ja, das hat sich auch schlecht gehabt. Also, gibt es denn was Besonderes, was du gerne von ihm noch erfahren hättest? Ich habe ein bisschen mehr aus seiner Jugend vielleicht, oder natürlich ein Stück weit weiß ich schon Bescheid, aber so allgemein ja. Mhm. Mein Vater, das war so ein witziger, also wir sind auch immer Zivis zu uns gekommen und da habe ich auch einige gekannt jetzt oder kenne auch einige. Und also wenn Menschen, was ich erzählt bekomme, mein Vater war, das, also sie waren immer, die meisten sind ganz an meinem Vater gekommen, weil das so lebensfroh war einfach. Also selbst mit dieser Krankheit, also die Zivis, die haben so einen Spaß mit ihm gehabt. Also, weil mein Vater war halt wirklich, und ich auch, also wenn ich auch mal mit ihm dann daheim war und irgendwas gemacht habe, selbst irgendwie, dann hat er halt irgendwie total Witze gemacht. Total witzig drauf. Wie ist es denn, wie geht deine Mutter mit dem Tod um? Meine Mutter ist, glaube ich, ziemlich hart. Also meine Mutter hat meinen Vater gepflegt. Mhm. Und es ist, glaube ich, ziemlich hart, weil, ja, es war sozusagen der Lebensinhalt. Also natürlich, ja, natürlich. Bist du jetzt in der Wohnung deiner Eltern oder zu Hause? Ja, bin ich, ja. Du hast gerade mal gesagt, von Schwester. Gibt es, wie viele Geschwister gibt es noch? Zwei Schwestern. Zwei Schwestern älter als du? Ne, beide jünger. Beide jünger. Mhm. Wie viel jünger? Also die eine ist 19 und die andere ist 17. Ja. Seid ihr jetzt alle so in der Familie zusammen oder sind die Schwestern irgendwie verstreut woanders? Ja, die beiden Schwestern wohnen noch hier und ich wohne halt weiter weg von hier. Mhm. Und ich hätte eigentlich auch, heute und morgen hätte ich Prüfungen gehabt eigentlich. Mhm. Was für eine Prüfung? Also ich einen Fachhochschulreife mache ich gerade. Ah ja. Mhm. Also einjährige. Das heißt, das geht gar nicht im Moment? Nee, also natürlich. Ich hatte mir überlegt, eine zu schreiben, aber das geht einfach nicht. Also ich kann mich ganzerweise drauf konzentrieren. Ja. Wie ist jetzt so, der Vater ist Freitag verstorben, wie ist so heute? Heute war der Montag, wie ist der Montag verlaufen? Was habt ihr gemacht? Die ganze Familie? Ja, irgendwie, man beschäftigt sich halt immer, versucht sich irgendwie abzulenken. Natürlich ist immer nebenher dieses das Organisieren, was meine Mutter dann wieder mitmacht, und dann natürlich unterstützt man so weit wie es geht, halt von Beerdigung und so weiter. Mhm. Wann wird die Beerdigung sein? Am Mittwoch ist sie. Habt ihr da besondere Planungen, was da passieren soll? Oder soll es eine ganz normale Beerdigung sein? Ja, ganz normale Beerdigung eigentlich. Also keine besonderen Musikwünsche oder
was, dass irgendwas besonders noch vorgetragen wird bei der Trauerveranstaltung, ist nicht geplant. Nee, ist nicht geplant. Mhm. Ja. Hast du Angst davor? Ich, ja, es ist halt gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich, vielleicht denke ich, dass ich dann da irgendwie richtig realisiere oder so. Mhm. Also es ist halt so komisch, so unwirklich irgendwie. Also besteht jetzt die Möglichkeit in der Zeit bis zu der Beerdigung, dass ihr euren Vater nochmal sehen könnt? Ist er irgendwo bei einem Institut oder in der Trauerhalle aufgebahrt? Ja, da ist er. Ja. Wir könnten wir sehen, ja. Und möchtest du das machen? Möchtest du da nochmal hinfahren und ihn sehen? Ich weiß nicht, ja, dann vor der Beerdigung wahrscheinlich nochmal angucken. Also es ist halt so komisch, unwirklich, als ich war in Stuttgart bei Bekannten am Ding und da war ja WM-Spiel und dann kriege ich diesen, also ich war gar nicht, ich habe nichts Fußball geguckt, ich war bei einer Freundin, die hat Geburtstag gefeiert. Es ist wahrscheinlich völlig irreal, ne? Dann kriege ich diesen Anruf und dann sind lauter so verrückte Fußballfans um mich rum und feiern und ich hocke mich in den Zug rein und sind lauter so Betrunkene unterwegs und ich bin dann in dieser unwirklichen Ding und dann fahre ich irgendwie ewig hin ins Krankenhaus und dann komme ich halt an und die ganze Familie ist schon ewig da gewesen, ein paar Stunden, und ich komme halt rein und sehe meinen Vater, wie er einfach da liegt und er tot ist halt irgendwie, also so komisch einfach. Ja. Wie lange hast du dann noch in diesem Zimmer gesessen? Ein, zwei Stunden war ich noch. Zwei Stunden. Vielleicht ist es gut, manche Leute sagen, dass das Verabschieden dann noch etwas einfacher fällt, wenn man vielleicht den Verstorbenen nochmal besucht quasi, bevor er dann beerdigt wird. Aber das musst du für dich so sehen, ob du das möchtest oder ob du mit deiner Mutter oder mit deinen Schwestern hinfahren möchtest. Glaubst du, dass dein Vater große Angst vor dem Tod hatte? Also ich weiß jetzt von meiner Mutter, dass sie eigentlich noch nicht sterben wollte. So. Tja, wer will schon in dem Alter sterben? Ja, aber, er hatte ja wahrscheinlich auch doch ein schweres Leid zu tragen. Und, ja, es ist halt, also ich glaube, der schlimmste Punkt war halt für ihn, weil dieser Punkt, wo er nicht mehr mit dem elektrischen Rollstuhl rumfahren konnte, weil das, hey, wenn man hier bei uns in dem Ort, wo wir wohnen, dann man hat ihn immer überall gesehen, er war immer draußen unterwegs, immer. Ja. Ab und zu sind halt Leute gekommen, dann war er irgendwie im Graben gelegen und haben gesagt, ja, da liegt er da, ja klar, dann holt man halt ab und so. Ja. Ist halt in den Graben gefahren, so. Das war halt, hey, das war sein Leben, so. Er hat die Natur angeguckt, dann ist er mal irgendwo in die Wirtschaft gegangen, hat ein Bierchen getrunken und ist dann wieder heimgefahren und so. Das war, und ab diesem Zeitpunkt ist, glaube ich, dann, wenn er nicht mehr selber fahren konnte, also konnte er nur die rechte Hand bewegen am Recht, und dann ist das nicht mehr. Und jetzt ist dieses schlimme Punkt, dass er dann halt nicht mehr wirklich selber Nahrung, also dieses Schluckproblem, also weil es ist mittlerweile total abgemagert. Das ist eigentlich total ein erschreckendes Bild. Total abgemagert. Und ist eigentlich, also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es jetzt im Krankenhaus ist und dass. Dass es dann wieder bergauf geht irgendwie. Und ja, dass halt eine Sonde jetzt mit dem Magen und dann halt das besser wird und so, aber. Ich finde schon mal sehr wichtig, dass ihr, oder sehr, sehr tröstlich, dass ihr eine Familie seid. Die versteht ihr euch gut untereinander? Ja, so größtenteils schon auf jeden Fall, ja. Das heißt, da kann man das vielleicht dann noch besser tragen, gemeinsam so einen Verlust, dass man vielleicht ganz alleine da stünde, wenn man jemanden verliert. Ich finde es wichtig, dass man spricht, dass man auch in der Familie darüber spricht und dass man auch weint in der Familie und vor anderen Leuten, wenn einem danach ist. Und vielleicht überlegst du das nochmal mit dem, dass du dich nochmal verabschiedest und wenn du vielleicht alleine hinfährst, wie du das möchtest. Lieber Manuel, ich möchte ja gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, wenn du möchtest. Ja, okay. Dann legst du es bitte auf und diese Mono ruft dich an und ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Manuel. Ciao. Ciao. Und weiter geht es mit der Marion. Und Marion ist 34. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Marion. Hallo, also bei mir geht es darum, dass ich eine generalisierte Angsterkrankung habe. Eine generalisierte Angsterkrankung? Was ist denn das? Eine generalisierte Angsterkrankung ist, dass es nichts gab, vor dem ich keine Angst hatte. Ach. Also ich konnte mir nicht mal mehr die Zähne selber putzen, weil ich dabei schon eine Panikattacke bekommen habe. Weil du Angst hattest, dass du dich verschluckst dabei? Oder? Nee, gar nichts. Es gab keinen wirklich greifbaren Grund dafür, sondern es ging einfach nicht. Ich habe diese Zahnbürste in der Hand gehabt und war völlig überfordert damit und dadurch kam dann diese Panikattacke. Also alle Alltagsgeschichten? Alle Alltagsgeschichten. Fingernägel schneiden, Zähne putzen, duschen, kochen? Ganz genau. Alles putzen, ging über... gar nichts? Gar nichts. Gar nichts ging mehr. Das klingt für mich wie eine ganz schwere seelische Erkrankung. Ja, war es auch. Wie lange hast du das gehabt? Ich habe es immer noch, also ich bin jetzt mittlerweile seit 4 Jahren daran erkrankt.
Habe 2 Jahre lang gebraucht, bis ich begriffen habe, wie ich dagegen vorgehen kann. Wie kannst du dagegen vorgehen? Ich sag mal so, ich muss immer einen Schritt weiter gehen, als meine Angst das zulässt. Das heißt? Also Beispiel Zähneputzen? Genau, ich habe also dann Angst gehabt, diese Zahnbürste in die Hand zu nehmen und ich wusste, ich muss diese Zahnbürste in die Hand nehmen. Mhm. Und ich habe das so gemacht, also ich habe mir das so vorgestellt, wie wenn ich jetzt einen Marathonlauf machen möchte und ich schaffe am ersten Tag nur 100 Meter, dann muss ich am ersten Tag 100 Meter und 2 Schritte laufen. Mhm. Und das muss ich 10 Tage hintereinander machen. Und dann kann ich die 110 Schritte auf einmal laufen und dann kann ich wieder 2 Schritte laufen. Und das heißt, sich gezielt der Angst aussetzen. Ganz genau. Und der Angst quasi ins Gesicht gucken. Ganz und genau. Und in die Angst reingehen. Ganz genau. Ja. Allerdings auf eine andere Art und Weise, wie das diese extrem heftigen Konfrontationstherapien machen. Mhm. Die lehne ich also komplett ab, weil ich sage, da wird man also dermaßen durch die Angst gepeitscht, dass man hinterher, also ich habe genug Leute kennengelernt, die diese Krankheit hatten und die auch diese Therapie gemacht haben und die sind hinterher also kränker wieder rausgegangen. Das fing bei dir schleichend an? Das fing bei mir schleichend an, ja, durch eine sehr, sehr schwere Krankheit, die ich eigentlich nur durch viel Glück überlebt habe. Was war das für eine Krankheit? Ich habe eine Lungenembolie gehabt, die nicht erkannt worden ist. Ich bin 3 Wochen lang mit einer beidseitigen Lungenembolie rumgelaufen und es waren so gut 3/4 meiner Lunge war schon betroffen. Also, dass ich das überhaupt überlebt habe, ist ein kleines Wunder. Als denn diese Angsterkrankung so schlimm wurde, wie du gerade gesagt hast, eine generalisierte, wie hast du das gesagt? Generalisierte Angsterkrankung. Bist du psychiatrisch behandelt worden? Warst du in einer Therapie oder in einer Klinik? Ich habe einmal eine Therapie angefangen, mit dem Therapeuten bin ich aber überhaupt nicht zurande gekommen. Der hat mich nach 5 Stunden, hat er mich quasi rausgeschmissen und hat zu mir gesagt, Ihnen ist nicht zu helfen, Sie bringen sich sowieso um. Das war vor 3 Jahren und ich lebe immer noch. Du hast das alleine in die Hand genommen? Nein, ich habe einen Arzt, der mich behandelt. Ah, ja. Das ist allerdings halt kein Therapeut, sondern das ist mein Hausarzt. Ja, das, wenn der Mann das gut kann, dann muss man auch nicht unbedingt Therapeut vielleicht sein. Genau. Also ich habe also ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis zu ihm und er fordert und fördert mich und bremst mich auch, wo es sein muss. Das hat zur Folge, dass es dir jetzt aktuell so geht, dass du sagst, ich kann einigermaßen meinen Alltag leben und organisieren. Ganz genau. Also ich konnte jetzt 2 Jahre lang die Wohnung überhaupt nicht verlassen. Seit 1. Januar kann ich auch wieder raus. Sehr gut, sehr gut. Ich habe auch vor, wenn alles klappt, Ende des Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres wieder arbeiten zu gehen. Was hast du früher gearbeitet? Ich bin Systemadministratorin. Ja, das ist ein Ziel, dass das dann auch bald wieder alles in Angriff genommen wird. Ganz genau, ganz genau. Mhm. Und mir geht's halt jetzt darum, warum ich halt auch angerufen habe, weil ich halt auch unheimlich viele Leute kennengelernt habe, die aufgegeben haben und die einfach gesagt haben, ja gut, ich habe diese Krankheit halt und ich kann es nicht ändern. Mhm. Dass ich halt einfach sagen will, man muss sich dieser Angst bis zu einem gewissen Grad stellen und dann kommt man da auch wieder raus. Es könnte vielleicht sein, dass der eine oder andere sich jetzt angesprochen fühlt und sich mit dir unterhalten möchte oder mit dir in Kontakt treten möchte. Ja. Bietest du das an? Klar, ist überhaupt kein Problem. Okay, dann bitte ich euch, die ihr Interesse habt, mit Marion zu sprechen, uns zu mailen unter domian@wdr.de. Wir würden den Kontakt herstellen und dann kannst du vielleicht noch intensiver mit jemandem sprechen und die Ratschläge dann geben. Genau, genau. Ja? Liebe Marion, schön, dass du dran gekommen bist und auch durchgekommen bist. Die Sendung ist jetzt leider rum.